Je bunter und ausgefallener, desto besser. Der erste Fasnachtsumzug ist heute zu Diessenhofen mit Pauken und Trompeten über die Bühne. Laute Musik, gut gelohnte Fasnachtsfans und bunt geschmückte Wege haben die Stadt aus der Festtagsruhe geweckt. Zumindest im bunten Treiben dabei ist unsere Reporterin Jasmin Wernli. Laut und farbig ist es heute in Diessenhofen zu und her gegangen. Und nichts hat die ausgelassene Stimmung der Fasnachtsfans trüben. Rund 40 verschiedene Fasnachtsgruppen von jung bis alt haben sich in Schalen geworfen, um am ersten Fasnachtsumzug vom Jahr dabei zu sein. Die Freude bei allen Beteiligten ist riesig. Das ist die Freude nach Silvester, dass die Phase losgeht, dass wir einfach Spaß haben. Und Diessenhofen hat ein schönes Ambiente, schöne Altstadt, nette Stimmung, die Leute sind toll, ist einfach schön. Es ist immer ganz etwas Spezielles, ich denke mal für alle Fasnachtsgruppen, die da mitwirken, dass einfach es endlich losgeht, die anderen tun proben, die anderen trainieren auf irgendetwas, dann Kostüm nehmen, dass sie es endlich präsentieren können. Ja, ist einfach die ganze Stimmung und die ist lässig. Es ist einfach die Vorfreude, dass endlich wieder losgeht. Und selber ist es gäbig, dass es so früh ist. Nicht nur für die, die am Umzug mitlaufen, ist der erste Umzug vom Jahr ein Highlight, sondern auch für die Zuschauer am Strassenrand. Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr wir uns jetzt freuen. Und die vielen, vielen tollen Kostüme, es ist unbeschreiblich. Speziell ist, dass da wirklich für Kinder auch etwas rum ist. Es ist nicht nur ein reines Besäufnis, das man heute halt fast überall kennt, sondern man kann wirklich den Kindern zeigen, was die Fasnacht ist und wie man sie erlebt. Und dass es auch eine schöne Kultur ist, die man erleben lässt. Für den OK-Präsident der Fasnacht Diessenhofen ist es eine Ehre, dass er den ersten Umzug im Jahr schon seit 5 Jahren mitorganisieren darf. Und er ist sich sicher, dass dieser Fasnachtsumzug auch nach Jahren niemandem verleiden wird. Wir geben uns alle Jahre Mühe, dass wir nicht die gleichen Gruppen haben. Wir haben mindestens 5, am schönsten wäre 15 Stück, die neue Gruppen sind, die an diesem Umzug mitlaufen. Das ist auch eine Faszination, weil es wird irgendwann langweilig, wenn die Umzugszuschauer immer das Gleiche sehen. Dass der erste Umzug im Jahr ausgerechnet in Diessenhofen ist, ist nicht einfach Zufall, sondern hat laut dem Roger Frey einen speziellen Grund. Das hat von dem her zu, weil wir nicht von der katholischen oder von der reformierten Kirche aus irgendetwas machen, sondern das hat damit zu tun, dass wir am 2. Januar Fasnachtseröffnung und dann kommt auch von der Zunft her. Und da haben die normalen Leute auch mal festmachen und darum machen wir die Fasnacht eine Woche später. Und nach dem Umzug kann jetzt die Fasnachtssaison definitiv eingeläutet werden. Ja, nach